Bremerhaven im Eishockey-Fieber. 4.500 Zuschauer wollen den vierten Sieg in Serie der Fishtown Pinguins sehen gegen die zuletzt nicht ganz so guten Kölner Haie. Das Team von Uwe Krupp, nur 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen, nachdem man ja nach dem 3. Spieltag noch Tabellenführer war. Thomas Popisch in Erwartung vielleicht seines 200. DL-Sieges gegen die Kölner. Er sieht von Beginn an, dass das Spiel auf und ab geht und viele Chancen bietet. So wie hier. Klasse Pass von Brokisser und dann ist Orbas durch. Aber dann verspringt ihm die Scheibe ein Stück weit und Pankowski, der nach dem 2:5 gegen die Eisbären wieder zwischen den Pfosten zurück war für Anschitzka. Hier kann beruhigt durchatmen. Orbas schafft nicht den ersten Treffer. Auch Köln gut drin im Spiel mit einigen Gelegenheiten. So wie hier der Pass in die Mitte von Thürisson auf Aubry, aber der bleibt hängen am aufmerksamen Gutlewskis, der erneut startet für die Fishtown Pinguins, bei denen ja weiterhin Franz Repp fehlt. Dann die 14. Minute, dieser Chip von Mauermann, der läuft jetzt da unten mit, sieht, dass Vikingstad vors Tor fährt und dann ist Mauermann da und schließt die Aktion ab. McKenzie und Vikingstad bekommen den Puck irgendwie Richtung Tor. Kamera hier weggeblockt und dann Pech. Da von Storm geht die Scheibe in den Lauf von Ross Mauermann. Sein 2. Saisontor, die Führung für die Fishtown Pinguins. Hier etwas klarere Abschlüsse in diesem äußerst attraktiven ersten Drittel hatten. Allerdings im Powerplay diese Chance zu lassen. Das ist McIntyre und der bleibt hängen an Gutlewskis. Beinahe ein Unterzahltor, das gab es zuletzt für Bremerhaven beim Heimsieg gegen Ingolstadt, das vorletzte Spiel. Uwe Krupp sieht noch Luft nach oben bei seiner Mannschaft, die im 2. Drittel dann erst einmal eher reagiert als agiert. Und dann vor allem das Tor bekommt von Orbas. Und was für ein Tor. Auch da wieder ein klasse Pass vorausgegangen von Jeglitsch. Und dann Orbas erwischt ihn perfekt. Für Jan Orbas das 4. Saisontor. Bremerhaven mit starkem Auftakt in den Mittelabschnitt. Köln kommt nicht richtig zum Zuge. Bremerhaven gewinnt viele Zweikämpfe an der Bande. So auch hier die Situation. Und dann ist Jensen frei und er erzielt sein erstes Tor in dieser Saison. Fehlte zum Ende der letzten Spielzeit. Ja, eine ganze Weile spielte auch die Playoffs nicht mit. Ist jetzt wieder zurück und hat jetzt auch seinen ersten Treffer. Das 3:0. Für Fishtown. Köln schwer unter Druck. Zuletzt ja nur 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Gibt es hier die nächste Niederlage? Sieht fast so aus. Bremerhaven dann auch noch in Überzahl kurz vor Ende des Mitteldrittels. Aber dann diese Situation. Irgendwie kommt die Scheibe nach vorne. Gut von Schütz. Der schaut nochmal in die Mitte und schießt dann selber das Tor. Shorthander und Hoffnung für die Kölner, nicht nur für die Fans, sondern auch für das Team, das zu viel Zeit auf der Strafbank verbrachte. Schon 4 Strafen bis zum Ende des 2. Drittels. Aber hier nutzt man die Unterzahl und ist wieder drin in der Partie. Schütz mit seinem 5. Saisontor. Bei den Kölnern ja weiterhin McLeod nicht dabei. Allerdings fehlte auch bei Bremerhaven Berlitsch. Dann wieder Überzahl für Bremerhaven. Eigentlich als Köln gut rauskam ins 3. Drittel. Und dann ist da wieder Jan Orbas. Und das ist wieder so ein Geschoss von seinem Lieblingsslotter. Etwas oberhalb des rechten Bullykreises. Direkt abgezogen. Pankowski kann den kaum kommen sehen. Und dann passt er auch noch genau in den Winkel. Kurz nach Beginn des 3. Drittels also wieder der alte Vorsprung hergestellt. Köln riskiert es und bringt den extra Angreifer bei Powerplay und schießt das Tor. Hier, gute Vorarbeit von Grenier. Und dann am Ende ist es Aubry, der vollendet. Immer stark im letzten Drittel. Die Kölner 19 Tore haben sie schon in den letzten 20 Minuten erzielt. Das war gar nicht so leicht für Aubry. Hoffnung also, direkt vom Pulli weg, diese Situation. 9 Sekunden nach dem 2:4 Anschluss der Kölner ist es erneut Mauermann. Sein 3. Saisontor und natürlich war das der Neckbreaker für die Kölner Haie. Klasse abgeschlossen, am Ende gewinnt Fishtown zum 4. Mal in Serie. Köln wieder mal geschlagen. Ich denke, dass wir nicht mit dem richtigen Selbstverständnis gespielt haben, dass uns so die ersten Spiele ausgemacht hat. Haben uns schwer getan, durch die neutrale Zone zu kommen und Bremerhaven ist eine Mannschaft, die sehr gut kontert. Und ja, wir sind da ins offene Messer ein bisschen reingelaufen.
Ja, ich denke, wir haben unsere Chancen heute genutzt. Wir haben Köln nicht so viele Chancen gegeben. Wenn man das schafft gegen eine Mannschaft wie Köln, dann kann man auch die Spiele gewinnen gegen Köln. Und das haben wir heute gemacht. Und ich denke, wir haben auch verdient gewonnen heute. Bremerhaven beschert Thomas Popisch den 200. DEL-Sieg, klettert in der Tabelle vorbei an den Kölnern, die nur 2 Punkte aus den letzten 4 Partien geholt haben. Mal sehen, ob es Besserung gibt am kommenden Freitag in Frankfurt. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.